Guten Morgen meine lieben Zuschauer und potenziellen YouTuber. Gestern war ja die erste Live Let's Talk Sendung und ich weiß noch nicht wie es gelaufen ist, weil ich eben jetzt das Video jetzt noch vor der Sendung gemacht habe. Ich bin gespannt, ja, wie das alles laufen wird bzw. gelaufen ist. Eventuell gibt es das Video von der gestrigen Sendung ja jetzt schon online. Da habe ich keine Ahnung wie schnell YouTube da ist. Ja und genau darum soll es heute mal gehen. YouTube oder speziell darum YouTuber zu werden. Man kann ja quasi von einer Sekunde auf die nächste YouTuber werden. Handy an, ein paar Sätze hochgeladen und schon ist man YouTuber. Dazu gibt es auch die Möglichkeit damit Geld zu verdienen. Geld, was wir ja fast alle bis zu einer gewissen Menge benötigen, um uns zu ernähren und darüber den Kopf zu haben. Also Grund genug darüber mal ein Video zu machen. Gerade weil ich nun ja schon fast ein Jahr damit selber persönlich auch die Erfahrung gemacht habe und ja viele immer wieder auftauchende Fragen auch einmal mit diesem Video beantworten möchte. Und zwar realistisch und nicht ja eine der beiden Extreme bedienen, die so ja wirklich so häufig thematisiert werden. Also einerseits, ach, es gibt ja mittlerweile so viele YouTuber und als kleiner YouTuber, da erreichst du eh keinen mehr und Geld kannst du damit auch nicht wirklich verdienen und ja. Und andererseits, tschakka, du wirst mit YouTube die Welt verändern und ein richtig erfolgreiches Business starten und durch die Decke gehen und dich unabhängig von allen machen. Ja, die von mir angenommene objektive Wahrheit liegt irgendwo dazwischen und es gibt ein paar Dinge, ja, die selten angesprochen werden, aber dessen Bedeutung führt die Beantwortung dieser Frage, ob du YouTuber werden willst oder es lieber sein lassen solltest, von immenser Bedeutung sind. Mit YouTube und der organischen Netzwerkbildung, ich erwähne das explizit, weil es gibt auch monetäre Netzwerke, die aber ausschließlich da ja, zu empfehlen sind, wenn es sich, wenn Geldverdienen der Fokus ist. Also mit, dieser organischen Netzwerkbildung, das heißt andere Menschen kennenlernen und so weiter und der Visualisierung der eigenen Persönlichkeit schafft man einen Multiplikatoreffekt eben jener eigenen Persönlichkeit. Alleine dieser Umstand sorgt dafür, dass jeder Idealist, egal was sein Ideal auch sein mag, von YouTube in besonderem Maße profitiert. Wir reden ja noch nicht vom Geld, wir reden ja davon, dass du und deine Message, die du zu verbreiten hast, zu jedem Zeitpunkt potenziell von jedem Menschen dieser Welt mit Internetzugang abgerufen werden kann. Und das eine Minute später als du das hochgeladen hast. Jeder Mensch auf dieser Welt hat Zugang zu deiner Persönlichkeit. Das ist unfassbar viel. Das ist ein Potenzial was noch nie da gewesen ist. Ein Potenzial was die Welt verändern wird und auch schon verändert hat. Als Idealist, Visionär oder Avantgardist hast du hier eine Plattform, die zu vernachlässigen eine immense Dummheit darstellt, zumal dieses komplett kostenlos ist. Ohne Wenn und Aber ist, wenn du wirklich eine tiefe Überzeugung in dir trägst, die Welt auch verändern zu wollen, YouTube-Videos zu veröffentlichen, eine Option, die du nutzen solltest. Aber die wenigsten wollen die Welt wirklich verändern, sie wollen, dass sich die Welt ändert, aber selber nichts dafür tun, was sich zumindest außerhalb ihrer eigenen Komfortzone befindet. Natürlich gibt es auch Menschen die sich ja gerne einfach nur darstellen, nur denen muss ich die Vorzüge von YouTube nicht erklären ja, und die finden bereits schon zuhauf den Weg auf YouTube. Hier geht es wirklich um Idealisten und Weltveränderer. Ich bin immer überrascht wenn mich die, ja, auch die Menschen fragen, wie schaffst du es eigentlich jeden Tag so gehaltvolle Videos zu machen oder Videos zu machen. Das Gehaltvolle habe ich jetzt hinzugefügt. Als wäre das irgendeine Sache die man schaffen müsste. Wenn man nichts zu sagen hätte, dann macht man doch keinen YouTube-Kanal. Oder wenn man nur so viel zu sagen hat, dass man einmal die Woche ein Video macht, dann macht man halt ein Video die Woche. Die Frage, wie schaffst du es nur jeden Tag ein Video zu machen, hat überhaupt keinen Sinn. Sie hätte nur dann einen Sinn, wenn ich vertraglich irgendwie festgelegt wäre, ein bestimmtes Soll zu erreichen. YouTube ist jedoch komplett freiwillig. Hier wird keiner gezwungen. Die Frage muss lauten, nimmst du dir die Zeit, das was du zu sagen hast, auch in entsprechender Anzahl von Videos umzusetzen? Es ist ganz wichtig diesen Unterschied zu erkennen, denn ohne die Grundlage, dass du etwas zu erzählen hast, wirst du auch keine große Anzahl von Zuschauern finden, die dir zuhört. Es gibt Menschen, die sehen nur den Folgeaspekt von YouTube, damit Geld zu verdienen.
aber das ist eine Folge. Das ist ganz wichtig. Das ist nicht die Basis. Zumindest nicht für einen normalen Menschen, der jetzt keine wirkliche Geschäftsidee hat und auf Grundlage dieser einen Kanal eröffnet. Und nein, vegane Ernährung oder Vlogs, Let's Plays oder Beauty-Kanäle sind keine neue Geschäftsidee. Das ist ein maximal Kopieren einer bekannten Idee und das Hoffen, dass da eventuell was rumkommt. Aber eine neue Geschäftsidee wäre allenfalls, wenn man etwas Besonderes, etwas Neuartiges damit verbindet. Und es reicht meistens nicht aus, dass die eigene Persönlichkeit das Neuartige ist. Dann kann man eine visionäre Basis durch eine monetäre austauschen. Aber das ist nicht Thema des Videos, da ich mich damit zumindest auf YouTube nicht ausreichend auskenne. Mein Video richtet sich an Menschen, die wirklich etwas zu sagen haben und die es auch sagen wollen und damit diese Idee eine größere Reichweite verschaffen möchten. Ihr müsst wirklich euch ganz tief in euch fragen, was die Basis ist, was ihr erreichen wollt. Eine Basis kann sein, Leute zum Lachen zu bringen, Freude zu spenden oder eben auch eine Idee zu teilen, eine politische Überzeugung zu verbreiten, vor Gefahren zu warnen oder irgendetwas anderes Konkretes. Aber ihr müsst etwas zu sagen haben und euch auch dessen bewusst sein. Es ist auch im Gegensatz zur Geschäftsidee und dem Wunsch Geld zu verdienen vollkommen irrelevant, wie viele Menschen vor euch dieselbe Idee geteilt haben. Denn das zeigt nur, dass eure Idee Potenzial hat. Jeden Einzelnen, den ihr durch eure Idee erreicht und begeistert, fördert diese Idee, fördert eure Vision. Nehmen wir die vegane Ernährung. Es gibt sehr viele vegane Kanäle, inklusive meinen, die in dem letzten Jahr entstanden sind und die diese Message weiter verbreiten. Und so gewinnt die vegane Idee total an Fahrt und YouTube ist der Motor für die vegane Entwicklung in Deutschland. Schaut mal, seit wann die Wirtschaft plötzlich viel mehr vegane Produkte, seit wann es dieses exponentielle Wachstum gibt, viel mehr Produkte platziert haben als vorher, seit es YouTube gibt. YouTube ist ein Katalysator für Ideen und Weltverbesserer und konkret in meinem Fall ist die vegane Ernährung nur die Konsequenz meiner Botschaft. Ich appelliere an ein bewusstes Leben und eine Auflösung der Konditionierung und eine Selbstbestimmtheit. Dafür ist es förderlich täglich zu senden. Deswegen mache ich das. Eine ideelle Basis ist die Voraussetzung und zeitgleich auch vollkommen ausreichend, um YouTuber zu werden. Und ja, da tue ich meine Empfehlung aussprechen, wenn ihr das so seid. Und daher bitte ich euch, auch wenn ihr nur 5 Leute in der Woche erreicht, wenn ihr was zu sagen habt, dann sagt es. Eventuell sieht es jemand, der begeistert von eurer Idee ist und teilt das Video mit seinen Freunden und ihr erreicht plötzlich ganz viel mehr Leute. Was habt ihr zu verlieren? Oh, ihr seid im Internet, ich will nicht zu sehen sein. Leute, ihr seid schon hunderte Male auf diversen Überwachungsvideos oder bei Amateurvideos ins Bild gelaufen. So. Anonymität gibt es nicht, wenn ihr zumindest in einer Gesellschaft lebt wie der unseren hier in Deutschland, Österreich, Schweiz sag ich mal. Und YouTube kann sogar heilsam sein, da man Reaktionen anderer Menschen auf die eigene Persönlichkeit erfährt und man dadurch ein besseres Bild bekommt, wer man ist und wie man wirkt. So, und wenn das stimmt, eure Herangehensweise und die Vision, die ihr in euch tragt, dann kommt noch der Punkt dazu, dass ihr so dafür sogar auch noch Geld bekommt. Der Ausdruck ein Penny für deine Gedanken trifft in etwa auch die zu erreichenden Einnahmen durch die YouTube Werbung und damit die von YouTube festgelegte Wertschätzung eurer Videos. Das bedeutet, ihr bekommt ohne etwas zu bezahlen die Möglichkeit eure Ideale zu verbreiten und einen Penny pro Zuschauer. Ja, und den ihr dann sozusagen euren Lebensunterhalt hinzufügen könnt. Nur dürft ihr keine Erwartungen haben, wie weit sich eure Ideale durch euch ausbreiten und wie viel Geld in eurem monatlichen Budget hinzugefügt werden können. Denn ihr macht das aus einer Überzeugung und nicht aus einer Geschäftsidee. Wenn ihr diesen vormals schon erwähnten Unterschied ernst nehmt, da gibt es keinen Frust und nur positive Erfahrungen bei YouTube, keine Enttäuschung. Das Problem liegt einzig und allein, und das sehe ich sehr, sehr häufig, daran, dass man auf das Geld fokussiert, auf das Geld verdienen. Selbst bei euch meinen Zuschauern, denen ich ja wirklich fast täglich versuche Bewusstsein einzuimpfen, gibt es viele, die vom Ergebnis auf die Ursache schließen und damit zwei Sachen gleichsetzen, die unterschiedlich sind und dann fatalerweise mit dem Ergebnis starten und sich wundern, dass nichts passiert. Wenn man YouTube machen möchte, um Geld zu verdienen, dann muss man eine Geschäftsidee haben, die marktfähig ist. Dazu muss man den Markt analysieren, sich positionieren und dann anpassen.
Klar, unter 1000 Kanälen, die starten und einfach mal blind loslegen, trifft auch durch das Gesetz der großen Zahl mal einer auch eine Marktlücke. Aber euch geht es ja wirklich um euch, wenn ihr euch überlegt, YouTube zu starten. Und von daher legt eure Basis fest und handelt danach. Ich bin seit knapp 10 Jahren selbstständig und bei allen Projekten, wo das Ziel ist, Geld zu verdienen, um meinen Lebensunterhalt bestreiten zu können, muss man ganz klar planen und auch ganz klar sich am Markt positionieren. Bitte startet keinen YouTube-Kanal, um Geld zu verdienen, ohne eine Marktanalyse und auch eine geeignete Positionierung. Das geht wirklich in 99% der Fälle nach hinten los und ihr seid enttäuscht. Ich weiß, es gibt genug Business-Kanäle, die euch glauben machen, dass ihr einfach nur hart arbeiten müsst. Aber das ist eine Illusion und ihr verschwendet eure Energie. Also, zusammenfassend, wenn ihr ein Ideal habt, das ihr verbreiten wollt, macht dies mit YouTube und ihr werdet zufrieden sein und eventuell damit auch noch etwas Geld verdienen. Wenn ihr Geld verdienen wollt und YouTube starten wollt und YouTube-Kanal machen wollt, analysiert fachmännisch den Markt und startet nur, wenn ihr eine wirkliche Lücke gefunden habt. Wenn ihr euch da nicht sicher seid, sucht Hilfe bei ehrlichen Menschen, bevor ihr Lebenszeit in eine Totgeburt steckt. Das soll es von mir zum Thema YouTube erstmal gewesen sein. Mich würde interessieren, warum ihr keinen YouTube-Kanal habt. Habt ihr keine Ideale? Seid ihr enttäuscht, nur weil ihr eventuell dann wenige Zuschauer haben werdet und erreicht? Seid ihr einfach zu unsicher und würdet gerne, aber habt Angst? Es spricht meiner Meinung nach nichts dagegen, wenn man sich ehrlich und offen präsentiert. Im Gegenteil, es bewahrt sogar jemanden davor, zum Beispiel im beruflichen Kontext eine Fassade aufzubauen. Weil da könnt ihr meinen YouTube-Kanal entdecken. Wenn ihr aber so seid wie im YouTube-Kanal, ist es wunderbar. Weil man weiß ja, dass dieser Mensch genauso ist, wie er ist. Keine Fassaden, keine falschen Rollen, keine Schauspielereien. Ich bin gespannt auf eure Antworten. Wir sehen uns morgen wieder, Euer Christian.